Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video werde ich erläutern, wie ein Kühlschrank funktioniert. Gleichzeitig wird dabei die Arbeitsweise einer Wärmepumpe klar und das Ganze kann man schließlich auch recht leicht auf eine Klimaanlage übertragen. Bevor ich tatsächlich den Kühlschrank-Effekt erklären werde, gehe ich zunächst auf die beiden Begriffe Temperatur und Wärmemenge ein. Zunächst zum Begriff Temperatur. Wir sehen hier zwei Gläser, die mit der gleichen Menge Flüssigkeit gefüllt sind. Die Flüssigkeit im linken Glas ist kühler als die im mittleren Glas. Das bedeutet letztlich nichts anderes, als dass die Flüssigkeitsteilchen sich mit einer geringeren Geschwindigkeit hin und her bewegen. Also hier durch die andere Flüssigkeit hindurch bewegen bzw. Eigenschwingungen durchführen. In dem mittleren Glas ist die Geschwindigkeit der einzelnen Teilchen viel größer, sodass die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen größer ist und das bedeutet, dass die Temperatur höher ist. Die Temperatur ist also ein Maß für die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen. Da es später eine große Rolle spielt, schaue ich mir hier schon den Verdunstungsprozess an. Wir sehen hier wiederum das Glas mit einer Flüssigkeit gefüllt. Ich nehme zunächst an, dass die einigermaßen warm ist. Und nun ist es so, dass sich aus dieser Flüssigkeit die schnellsten Teilchen, also die, die zufällig die größte Geschwindigkeit haben, aus der Oberfläche herauslösen und verdunsten und damit aus der Flüssigkeit natürlich verschwinden. Und das bedeutet ja wiederum, dass die mittlere Geschwindigkeit der einzelnen Teilchen in der Restflüssigkeit kleiner wird. Damit ist diese Flüssigkeit kühler als zuvor. Durch die Verdunstung kühlt die Restflüssigkeit in dem Glas ab. Vom Begriff der Temperatur muss man nun den Begriff der Wärmemenge unterscheiden. Wir sehen hier zwei Gläser, die mit der gleichen Menge Flüssigkeit gefüllt sind. Die Flüssigkeit im linken Glas ist kühler als die im mittleren. Das bedeutet, dass die Wärmemenge in diesem Glas geringer ist als in diesem Glas. Das ist ja ganz anschaulich, denn insgesamt gibt es ja hier eine größere Wärmebewegung als in diesem Glas. Vergleichen wir nun das linke Glas mit dem ganz rechten, in dem sich weniger Flüssigkeit befindet, die allerdings wärmer ist, so kann es durchaus sein, dass die Wärmemenge in diesem Glas genau die gleiche ist wie ganz links, obwohl dort die Temperatur niedriger ist. Aber die Bewegungsenergie der Teilchen ist insgesamt genauso groß, da es einfach mehr Teilchen sind, als im rechten Glas. Die Wärmemenge entspricht also nicht der Temperatur, sondern sie erfasst, wie viel Bewegungsenergie in dieser Wärmebewegung jeweils steckt. Im nächsten Schritt schaue ich mir nun einen sogenannten Kreisprozess an. Dieser kommt den Prozessen im Kühlschrank schon recht nah, aber es ist noch nicht genau der gleiche Prozess. Aber dieser Kreisprozess macht das Verständnis der Prozesse im Kühlschrank sehr viel anschaulicher. Ich gehe zunächst von dieser Situation aus. Hier befindet sich ein Gefäß mit einem Gas. Die Umgebungstemperatur beträgt für alle Fälle, die wir hier sehen, 20 Grad Celsius. Und auch die Temperatur in diesem Gas beträgt 20 Grad Celsius. Wenn ich nun im nächsten Schritt von außen Energie zuführe in dieses System durch eine Kompression, Kompression bedeutet ja, dass ich das Gas zusammendrücke und das geht natürlich nur unter Energiezufuhr, so wird sich die mittlere Geschwindigkeit der Teilchen in diesem Gas erheblich erhöhen, da die Teilchen sich nun gegenseitig anstoßen. Die Bewegungsenergie, die auch hier schon in den Teilchen steckt, die Wärmemenge, ist die gleiche geblieben. Die Temperatur allerdings hat sich drastisch erhöht unter der Kompression. Das führt nun dazu, dass über diese Behälterwand die Wärmemenge in diesem Gas geringer wird, da Wärme nach außen hin abgegeben wird.
Die Bewegungsenergie folgt immer der Richtung von der höheren Temperatur zur niedrigen Temperatur. Also wird Wärmemenge aus diesem Gas entnommen. Wenn ich nun eine gewisse Zeit warte, wird sich dieses Gas auf die Temperatur der Außenwelt einstellen, sodass ich wiederum ein Gas habe mit 20 Grad Celsius. Das entspricht aber nicht diesem Zustand, denn hier ist das Gas komprimiert. Wenn ich nun abermals Energie von außen zuführe, indem ich das Gas nun entspannen lasse, indem ich hier diesen Kolben wieder hochziehe, auch das geht nur unter Energiezufuhr, denn ich muss ja hier gegen den Außendruck arbeiten. Denn wenn ich diesen Kolben hochziehe, wird sich das Gas in diesem Gefäß entspannen und der Druck in diesem Gefäß wird niedriger sein als im Außenbereich, sodass ich also gegen einen äußeren Druck anarbeiten muss. Nun ist es aber so, dass die mittlere Bewegungsenergie der einzelnen Teilchen dabei drastisch herabgesetzt wird. Unter der Entspannung sinkt damit die Temperatur in diesem Gefäß drastisch herab. Das führt nun wiederum dazu, dass von außen Wärmeenergie in dieses Gefäß übertragen wird, über diese Außenwände. Das Ganze geht nun so lange, bis wieder der ursprüngliche Zustand erreicht worden ist, bei dem ich 20 Grad Celsius in dem Gas habe. Das Wesentliche in diesem Kreisprozess ist, dass ich unter Zufuhr von Energie von außen in der Lage bin, Wärmeenergie aus diesem Bereich in den Außenbereich zu übertragen, obwohl dieser die gleiche Temperatur hat, wie dieses Gas zunächst hat. Und das funktioniert natürlich auch dann, wenn ich hier zunächst nur 10 Grad Celsius habe. Auch dann werde ich unter der Zufuhr von Arbeit, von Energie, Wärmemenge aus diesem kalten Bereich in den dann wärmeren Bereich übertragen können. Dieser hier gezeigte Kreisprozess wird auch sehr gerne in Diagrammen dargestellt. Wir sehen hier ein Diagramm, in dem auf der Y-Achse der Druck abgebildet ist und auf der X-Achse das Volumen. In der Position 1, das ist diese Position, hat das Gas ein bestimmtes Volumen und einen bestimmten Druck. Wird nun das Ganze komprimiert, so steigt der Druck in dem Gefäß an und das Volumen wird kleiner, sodass ich also von diesem Punkt in diesem Diagramm zu diesem Punkt gelange. Wenn ich nun das Ganze abkühlen lasse, so wird der Druck im Gefäß etwas geringer. Das Volumen bleibt aber genauso groß wie in diesem Fall. Ich komme also vom Punkt 2 zum Punkt 3. Wenn ich nun durch äußere Energiezufuhr die Entspannung herbeiführe, so wird der Druck kleiner werden, sogar erheblich kleiner in dem Gefäß. Und das Volumen wird wieder größer werden, sodass ich also vom Punkt 3 zum Punkt 4 gelange. Warte ich nun wieder eine gewisse Zeit ab, so wird der Druck im Gefäß wieder steigen, das Volumen bleibt gleich, der Druck steigt, da auch durch das äußere Einbringen von Wärme die Temperatur hier wieder ansteigt bis zu diesem Punkt. Es handelt sich also hierbei um einen Kreisprozess, der hier stattfindet, bei dem sich Druck und Volumen innerhalb des Gefäßes verändern und zum Ausgangspunkt zurückkehren. Man spricht hier von einem linksläufigen Kreisprozess. Es gibt auch einen technisch angewendeten rechtsläufigen Kreisprozess, auf den gehe ich aber in diesem Video nicht näher ein. Abschließend möchte ich hier noch erläutern, dass im Gesamtsystem, also aus der Umwelt und diesem Behälter, die Wärmemenge zunimmt. Denn die ursprüngliche Wärmemenge ist ja nicht verschwunden, sie ist nur in die Außenwelt verschoben worden. Und da ich von außen Arbeit in dieses System hineinbringen muss, an diesen beiden Stellen, hat das Gesamtsystem bestehend aus der Umwelt und diesem Gefäß insgesamt eine größere Wärmemenge. Man spricht hier auch von einer Zunahme der Entropie, ein sehr theoretischer Begriff, auf den ich hier auch nicht näher eingehe.
Der Kreisprozess, den ich eben gezeigt habe, reicht für einen guten Kühlschrank tatsächlich nicht aus. Man nutzt bei einem Kühlschrank auch den sogenannten Verdunstungseffekt, der im Grunde genommen das Ganze nochmal erheblich verstärkt. Wie bereits am Anfang des Videos gesagt, ist es so, wenn aus einer Flüssigkeit heraus eine Verdampfung stattfindet, dann verlassen die Teilchen, die sich am schnellsten bewegen, diese Flüssigkeit. Nur diese Teilchen, die sich am schnellsten bewegen, sind in der Lage, aus der Flüssigkeit heraus in die Umwelt zu dringen. Und dabei nimmt die Temperatur dieser Flüssigkeit drastisch ab. Bei einer Verdunstung gibt es immer in der unmittelbaren Umgebung eine Abkühlung. Das Ganze nun auf einen Kühlschrank übertragen. Wir sehen hier den Motor, der als Verdichter bzw. Kompressor arbeitet. In diesem Bereich sehen wir die Kühlschlangen, die sich auf der Rückseite des Kühlschranks befindet. Und hier sehen wir die Kühlschlangen im Inneren des Kühlschranks. Aus dem Inneren des Kühlschranks gelangt nun ein Gas zu dem Kompressor. Der Kompressor drückt dieses Gas zusammen. Das Gas hat jetzt eine sehr hohe Temperatur, gelangt in die Kühlschlangen und verflüssigt sich dort unter recht hohem Druck. Dabei gibt diese Flüssigkeit, die ja recht warm ist, die Wärmemenge an die Umgebung ab. Die Umgebung wird also etwas aufgewärmt und hier wird Wärmemenge abgegeben. Durch das Kapillarrohr ist es nun möglich, dass dieser Druck auf dieser Strecke erhalten bleibt. Nach dem Kapillarrohr kann sich die Flüssigkeit wieder entspannen. Ich bin jetzt bereits im Innenraum des Kühlschranks. Unter der Entspannung kühlt sich nun diese Flüssigkeit erheblich ab. Das sind Flüssigkeiten, die einen sehr niedrigen Siedepunkt haben, die also schon bei niedrigen Temperaturen von dem flüssigen Zustand in den gasförmigen Zustand übergehen. Hier findet also die Entspannung und damit eine erhebliche Abkühlung statt, wodurch nun auch bei recht niedrigen Temperaturen Wärmemenge aus dem Kühlschrankinneren in dieses Gas hineingelangen kann. Nun wird dieses Gas wieder dem Kompressor zugeführt und die hier aufgenommene Wärmemenge kann über die Kühlschlangen in die Außenwelt abgegeben werden. Dieser Prozess, den wir hier sehen, dass eine Wärmemenge von einem kühlen Ort an einen wärmeren Ort gelangt, findet in der Natur niemals statt. Das Ganze kann nur stattfinden, weil ich von außen Arbeit verrichte. Ohne die von außen zugeführte Energie ist es nicht möglich, Wärmemenge von einem niedrigeren Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau zu bringen. Bei diesem ganzen Prozess hat sich nun der Innenraum des Kühlschranks natürlich abgekühlt und die Wärme ist nach außen gelangt. Selbstverständlich ist es sehr wichtig, dass die Kühlrippen hinter dem Kühlschrank wirklich abgekühlt werden können. Es muss also gewährleistet sein, dass Luft an diesen Kühlschlangen vorbeiströmen kann. Man kann nun diesen ganzen Prozess auch etwas anders anwenden, nämlich bei der sogenannten Wärmepumpe. Hier wird ebenfalls über einen Prozess, der im Prinzip genauso abläuft wie beim Kühlschrank, Wärmeenergie von einem niedrigen Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau transportiert. Dabei entzieht man aber nun diese Wärmemenge nicht dem Inneren eines Kühlschranks, sondern der Umwelt, also zum Beispiel der Außenluft, und transportiert die gewonnene Wärmemenge in das Innere eines Gebäudes. Das Ganze ist also genauso wie beim Kühlschrank, nur dass man eben hier die Wärme gewinnen möchte und nicht der Abkühlungsprozess im Vordergrund steht. Damit erklärt sich auch leicht das Prinzip einer Klimaanlage, denn hier möchte ich ja wieder eine Abkühlung erreichen. Die Abkühlung findet jetzt im Inneren des Hauses statt und es ist mir möglich, Wärmemenge von einem bestimmten Temperaturniveau zu einem höheren Temperaturniveau zu transportieren. Diese Anwendung entspricht also vollständig dem Kühlschrankprinzip, nur dass quasi das Innere des Kühlschrankes nun ein Raum innerhalb des Gebäudes ist und die Abkühlung nach außen hin zum höheren Temperaturniveau erfolgt.
Ja, ich hoffe, ich konnte Ihnen anschaulich erklären, wie es möglich ist, Wärmemenge von einem bestimmten Temperaturniveau auf ein höheres Temperaturniveau anzuheben und was es mit dem linksläufigen Kreisprozess auf sich hat. Ich hoffe, das Video hat Ihnen gefallen. Ich würde mich natürlich sehr über einen Daumen hoch und noch mehr über ein Abo freuen. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.